So, wir sind wieder in der siebten Klasse, wir sind bei Zuordnung. Wir haben je mehr, desto weniger oder je mehr, desto mehr. Diese Dinge, das haben wir eben alles nochmal besprochen. Da haben wir schon etliche Übungen zu gemacht. Die letzte Übung war die hier. Zwei Schüler brauchen 30 Minuten, um meinetwegen irgendwas zu erreichen, um irgendwas aufzuräumen, irgendwas wegzubringen, irgendwas sauber zu machen, weiß der Kuckuck was. Ich habe aber jetzt einen Schüler mehr, also drei Schüler, und will wissen, wie lange dauert es. Und da schreibe ich nicht mal X, sondern wenn ich das machen kann, schreibe ich schon die physikalische Größe in T. T wie Time, also Zeit. Und dann kommt der übliche, ich sage auch gerne mal die übliche Ochsentour, also tralala, hopsasa, das mal das und das mal das und das gekürzt und das gekürzt und dann komme ich hier auf 20 Minuten. Probe, da kann man sich dann bei der Probe wirklich nur die Zahlen erlauben, weil ich Schüler habe, Minuten habe, hier Schüler und hier sind Minuten rausgekommen. Also auf beiden Seiten das gleiche und 2 mal 30, ne? 2 mal 30 ist 3 mal 20, habe ich rausgekriegt. Jawohl, sieht man, kann man ein Häkchen hintermachen, ist die Sache erledigt. Jetzt wieder auch für zu Hause. Den Weg der Erkenntnis nachgehen heißt, die Aufgabe ruhig nochmal zu Hause rechnen. Oder jetzt, wenn man zu Hause sitzt, die Aufgabe abwarten. Ich drücke dann Pause. Zu Hause drückt man Pause. Pause, Pause. Reimt sich. Und rechnet selber und guckt dann, was wir rausgekriegt haben. Also jetzt mache ich mal die Pause und schreibe hin, wie die Aufgabe auszusehen hat. Und dann werden wir sehen. Wir haben einfach mal uns was aus Spaß aus der Chemie geschnappt. Ich habe 1 Kilogramm Eisen. Eisen heißt nebenbei Ferrum. Deswegen schreibt man Fe. Aluminiumoxid heißt Al2O3. Das bloß nebenbei, das muss man nicht wissen jetzt zu Anfang der siebten oder Mitte der siebten. Und ich möchte wissen, wie viel Aluminiumoxid brauche ich, wenn folgendes ist: Wenn 20 Kilogramm Eisen mit 56 Kilogramm Aluminiumoxid reagieren, wenn das so ist, wie viel brauche ich dann Aluminiumoxid, wenn ich nur 1 Kilogramm habe? Jetzt könnte man ja sagen, naja, das ist ja so und so. Aber schreibt mal ganz einfach die Gleichung auf, wie ihr glaubt, dass die Gleichung richtig ist. So, und dann rechnen, umstellen und so weiter, das ist immer das Übliche. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Zwischenlösung. Wir haben Gesundheit, wir haben 1 Kilogramm Fe zur unbekannten Masse MaL2O3 geschrieben. Ist gleich. Oben gehört das Eisen wieder hin. 20 Kilogramm Fe durch 56 Kilogramm Al2O3. Die Aufgabe ist chemischerseits Quatsch. Das würde kein Mensch machen. Umgekehrt würde man es machen. Aber das ist jetzt egal. Will bloß sagen, dass man letztens durch Schreiben auch weiterkommt. Und gucken wir nochmal, was ist wichtig? Das Eisen steht oben auf dem Bruchstrich. Als wenn es in der Tabelle steht. Ich mache mal eine dünne Tabelle in Gelb. Hier, eine Tabelle. Dann steht das Eisen oben in der richtigen Zeile und die Masse, die wir noch nicht wissen. Wir können auch X schreiben, aber das macht man ja nicht. Wenn man Chemiker ist, wenn man Physiker ist. So, und die Masse von Al2O3 steht unten und hier die bekannte Masse von Al2O3 steht auch da. Dann können wir loslegen. So, jetzt haben wir hier die Lösung. Wenn man das so ausführlich hinschreibt, hier muss man stürzen, weil ja das Gesuchte unterm Bruchstrich steht. Natürlich ist das viel Schreiberei, das weiß ich. Dann kann ich hier, Achtung, das sind Kilogramm Fe, das sind Kilogramm Al2O3. Dann kann ich hier nur die Zahlen kürzen. Und dann habe ich hier 28, wenn ich dann wirklich mal 1 Kilogramm Fe nehme, habe ich das so hingeschrieben, kann Kilogramm Fe rauskürzen, es bleibt wirklich das Richtige übrig. Die Masse von Al2O3 ist 2,8 Kilogramm. Das hier ist dann eigentlich Schmuck am Nachthemd. So, aber das Schicke ist, 28 durch 10, ich würde hier an der Stelle nicht weiter kürzen, weil durch 10 kann man immer gleich teilen, ne? Einfach bloß eine Kommastelle peng. So, nochmal. Wenn man es hinschreibt, dann kann man es sehen. Wenn es nicht dasteht, man versucht alles im Kopf, hier wäre es noch leicht. Und man versucht alles im Kopf, dann ist man angeschmiert. Mathe ist nur Schreiben. Gut. So für zu Hause. Wir haben Flaschenzug und wir haben als Last also 5 Kilogramm rangebammelt. Und als Last. Und haben auf der anderen Seite, wo man dran zieht, 1,25 Kilogramm rangebammelt. S, der Weg, den die Last beschreibt. Wir haben die 1,5 Dezimeter nur hochgehoben. Und wir wollen wissen, wie viel Weg ich praktisch an Seil verbrauche. Wie viel muss ich dieses Zuggewicht runterziehen lassen, damit die Last hochgehoben wird. So, wir machen Pause und auch zu Hause Pause und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt kommt 6 Dezimeter raus. Machen wir uns das nochmal logisch klar. 5 Kilogramm, 1,25 Kilogramm,
Hängt das richtig zusammen? Wir machen mal die Probe. Probe, dann muss ja 5 mal 1,5 das gleiche sein. Oh, 1,5 das gleiche sein wie 1,25 mal 6. Probieren wir es mal aus. 5 mal 1,5, wie viel ist das? 7,5, einverstanden? Jetzt bin ich gespannt. 6 mal 1 ist 6. Und wir können es auch halbschriftlich machen. 6 mal 5 ist 30. 6 mal 2 ist 12. Und die 3, 15. 6 mal 1 ist 6. Passt. Alles klar? Probe gelungen. Patient tot. So, jetzt sage ich mal nur was. Und das gegeben, gesucht und so weiter, das müsst ihr selber machen. Und zwar folgendes ist an der Tankstelle passiert. Ein Mensch ist an die Tankstelle gefahren, hat 45 Liter Diesel getankt. 45 Liter Diesel. Das ist ein Volumen, ne? V1, ne? Und hat dafür bezahlt 56,70 Euro. Jetzt kommt ein anderer Mensch und tankt 54 Liter. Wie viel muss der bezahlen? Jetzt mache ich erstmal Pause, wer das richtig hingeschrieben hat. Der kann das gleich kontrollieren und dann mache ich nochmal Pause. Also nochmal, ein Mensch geht an die Tankstelle, tankt genau 45 Liter Diesel und muss dafür 56,70 Euro bezahlen. Ein anderer Mensch tankt 54 Liter Diesel und wie viel muss er bezahlen? So, wir sind wieder da. Man muss es so ungefähr hingeschrieben haben. Ich meine ungefähr, ob jemand sagt, also V1 würde ich schon, Volumen gibt man in Liter an. Ne? V1 ist 45 Liter. Das entspricht 56,70 Euro. Da kann ich G1 oder B1 wie bezahlt, G wie Geld oder P wie Preis, Preis 1. V2 waren 54 Liter und gesucht ist demzufolge, wenn ich jetzt hier G1 schreibe, muss ich G2 schreiben. So. Bis dahin, jetzt wieder Pause drücken, zu Hause rechnen, hier rechnen und dann sehen wir uns wieder. Also, ich habe jetzt hier mit allen Nebenrechnungen und jetzt, hey! Und jetzt nochmal darauf achten, sowas, das Multiplizieren, das muss man richtig können, das muss richtig klappen. Guckt nochmal in den Mathe-Tricks und Kniffe, so bis 6. Klasse, in den Videos nochmal nach, wie man multipliziert und dividiert. Wenn man das kann, kriegt man 68,04 Euro raus. Überlegen wir mal. Mehr muss es sein, weil der andere mehr getankt hat. Hat er sehr viel mehr getankt? Nö. Also wird es nicht ganz so viel. Manche hatten, einer hatte leider 88 raus, hat sich hier verhauen. 88,04. Sowas passiert mal. Nochmal nachdenken. Er hat etwas mehr getankt, also muss er etwas mehr bezahlen. Nicht drastisch mehr. Auf keinen Fall weniger. So, und dann kriegt man das raus. Noch eine Frage? Was, das Multiplizieren? Nö, das zeige ich nicht nochmal. Habe ich extra gesagt, nochmal gucken, die Videos nochmal angucken und selber die Aufgaben nochmal nachrechnen. Also, das sind alte Grundtechniken von der 3. und 4. Klasse. Das muss man einfach drauf haben. Multiplikation, Division. Ich habe es extra nochmal in den Videos. Gut, machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit dem Video. Wir üben später weiter.